Willkommen zu einem neuen Guide-Video. Heute zeige ich euch, wie ihr zwei einzigartige Fahrzeuge in GTA 5 bekommt. Viel Spaß, euer Sioncho. Wir beginnen mit dem rostigen Traktor, welchen ihr im östlichen Teil der Spielwelt bei einem Leuchtturm finden könnt. Wie bereits das Aussehen des Gefährts verrät, ist der Traktor alles andere als schnell und ihn zur nächstgelegenen Garage zu verfrachten dauert deswegen auch eine halbe Ewigkeit. Bitte versucht ihn aber nicht zu modifizieren, da sich die lange Reise zum nächsten Pay and Spray nicht lohnen würde. Der Traktor ist nämlich nicht veränderbar. Das zweite Fahrzeug ist der Muldenkipper, den ihr ausschließlich im Steinbruch finden könnt. Er ist der größte Truck im Spiel und ebenso wie der Traktor ziemlich langsam. Außerdem kann er aufgrund seiner Größe ebenfalls nicht modifiziert werden. Das war's dann auch schon wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr könnt das Video immer gerne verbreiten, wenn es euch gefallen hat, oder den Kanal abonnieren, um keine zukünftigen Videos zu verpassen. Wenn ihr jetzt noch weiterschauen wollt, kann ich euch entweder meinen Guide zu der Brechstange und der Minigun empfehlen, also wo ihr beide Waffen in der Spielwelt finden könnt, oder mein Easter Egg Video zum abgestürzten UFO unter Wasser. Viel Spaß noch und wir sehen uns. Ciao!